Ja, für unsere heutige Predigt habe ich mir das Gleichnis vom Sämann rausgesucht. Und eigentlich ist das Gleichnis vom Sämann doch ein recht einfaches Gleichnis. Ja? Wir wollen einleiten dieses Gleichnis einfach noch einmal gemeinsam lesen. Matthäus Kapitel 13, Vers 3 bis 9. Und dann ist es in den anderen Evangelien im Markus Kapitel 4 noch einmal zu finden und im Lukas Kapitel 8. Aber lesen wollen wir heute in Matthäus 13. Und ja, das ist eine bekannte Situation. Jesus ist am Tag dort, sitzt am See und unterrichtet das Volk. Und es wird immer mehr und er findet keinen Platz. Und nun zieht er sich auf ein Boot zurück, stößt ein bisschen vom Ufer ab und vom Boot aus unterrichtet er das Volk. Und ja, in der Umgebung war so ein Tag wie heute. War ein schönes Sonnenschein und man sah in der Ferne die Leute, die Gärten bestellen, die Äcker bestellen, teilweise abernten schon am Ende des Jahres, teilweise neue Saat ausbringen. Und Jesus, während die Leute das sehen konnten, führt Jesus das Gleichnis vom Sämann ein. So wie wir auch heute können wir, wenn wir um uns herum gucken, sehen wir, Mensch, auf der einen Seite wird geerntet, ja, auf der anderen Seite wird schon wieder ausgesät fürs nächste Jahr. Wir sehen die frisch gepflügten Äcker und die neu eingebrachte Saat. Und Jesus greift dies auf. Und wer möchte mal von euch das lesen? Und er redete zu ihnen mancherlei durch Gleichnisse und sprach: Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Etliches fiel in das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, darum es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und dieweil es nicht Wurzel hatte, ward es dürre. Etliches fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten's. Etliches fiel auf gutes Land und trug Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig, etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, also Jesus erzählt dieses einfache Gleichnis. Das ist scheinbar nicht schwer zu verstehen. Ne? Da wird der Samen ausgestreut und auf der einen Seite fällt er auf harten, kargen Boden und das ist gleich weg. Das andere fällt auf den Wegesrand zwischen Steine und da sprießt es kurz auf und ist aber bald wieder hin, wenn dann die Sonne drauf kommt. Und anderes kommt dann auf guten Boden. Und ja, das scheint ganz einfach zu sein. Ne? Klar, der harte Weg, das sind die Gottlosen, die nichts davon wissen wollen. Da kommen die Vögel, picken es sofort wieder weg. Oder das Steinige, ja, das sind die oberflächlichen Christen. Ne? Das flammt kurz auf, Halleluja wird gerufen. Und kaum kommen Schwierigkeiten, ist von all dem nichts mehr gewesen. Und dann, ja gut, da gibt es ja noch den guten Boden. Und damit würden wir uns doch so gerne identifizieren. Ne? Sondern natürlich, wir sind doch Christen, die schon lange dabei sind. Wir haben doch schon, wir nehmen das Wort Gottes gerne auf. Ne? Und sehen darin den guten Boden gerne. Und manchmal kommt vielleicht die Frage auf, wo dann die Früchte 60, 30 oder gar hundertfältig in unserem Leben wiederzufinden sind. Aber letztendlich scheint das Geistes ganz einfach zu sein. Und wir können es abhaken als verstanden. Aber Jesus macht nochmal eine Bemerkung hier zum Schluss, nachdem er das Gleichnis erzählt hat. Nicht welche. Das ist bei den anderen Gleichnissen gar nicht mal so, aber in diesem Fall macht er nochmal einen Nachsatz. Ja, Ramona? Meinst du das in Vers 9? Ja. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja. Jesus will uns ein bisschen, ahnt wahrscheinlich schon, dass das Gleiche so einfach ist. Es ist ja, ohne groß was zu in die Tiefe zu gehen, relativ leicht im groben Sinne zu verstehen. Ne? Aber er sagt, aber wer Ohren hat, der höre, hey, pass einmal auf.
Hast du es denn wirklich verstanden? Hör richtig zu. Und mach damit deutlich, dass in dem Gleichnis bestimmt viel mehr drin steckt, als jetzt das so oberflächlich abzuhaken wäre. Und in der Tat, so schreibt Ellen White auch über dieses Gleichnis, ist in dem Buch Gleichnisse aus der Natur, Seite 14, wegen seiner Einfachheit wurde das Gleichnis vom Sämann oft nicht so beachtet, wie es ihm eigentlich zukommt. Christus möchte unsere Gedanken vom natürlichen Samen auf den Samen des Evangeliums lenken. Den Samen, dessen Frucht es ist, Menschen zurückzuführen in die Treue zu Gott. Und man muss ja ehrlich mal gestehen, wie oft habt ihr euch das Gleichnis vom Sämann nochmal ernsthaft angeschaut? Man denkt doch, man hat es leicht verstanden, ne? Aber wenn wir uns dieses zu Herzen nehmen und uns ein bisschen Gedanken machen, dann sehen wir doch, dass dort tiefere Gedanken sind, Warnungen und Verheißungen enthalten sind, die wir nicht einfach so in dem Haken der einzelnen Kategorien der Menschen, wie es angenommen wird, sich erschöpfen wird. Der Jesus, der hier das Gleichnis erzählt, ist derjenige, der auch diesen kleinen Samen geschaffen hat. Und aus den Gesetzmäßigkeiten, die er in der Natur zugrunde gelegt hat, dies führt ja an, uns Gesetzmäßigkeiten auch vor Augen zu führen, die wir in unserem geistlichen Leben, die für das Aussehen des geistlichen Samens, der Wahrheit, nämlich auch von Bedeutung sind. Ja, und so ist es vielleicht, die groben Erklärungen sind schnell geliefert. Da ist jemand, der guten Samen ausstreut. Wer ist das? Jesus. Jesus ist derjenige, der den guten Samen ausstreut. Das ist also schnell zu erkennen für einen Christen. Und in Vers 37 sagt Jesus das auch dann selbst, indem er zwar ein anderes Gleichnis anführt. Das ganze Kapitel 13 sind immer wieder Gleichnisse, die Samenkörner oder den Acker beinhalten und dort verschiedene Aspekte des Reiches Gottes hier anführt. Und in Vers 37 sagt er: Er antwortete und sprach zu ihnen: Des Menschen Sohn ist es, der guten Samen sät. Ja, also es ist Jesus, der den guten Samen in die Herzen der Menschen ausstreuen möchte. Hier, er beschreibt sich gerade selbst in diesem Gleichnis, wie er dort am Bergeshang sitzt oder beziehungsweise in dem Fischerboot sitzt und den Menschen von dem Reich Gottes erzählt, hält er ihnen gleich einen Spiegel vor Augen. Und sagt, überlegt einmal, hör mal zu, wo findest du dich denn da wieder? Jetzt möchte ich an euch mal die Frage stellen, sind das denn alles Ungläubige und Gottlose, die da sitzen und lauschen? Das ist das Volk Israel. Es ist das Volk Gottes, was dort sitzt und zuhört. Es sind Menschen, die Gott glauben. Und warum sitzen die eigentlich dort? Sind die desinteressiert am geistlichen Leben? Haben die vielleicht, sind das die Vergnügungssüchtigen, die in der Welt aufgehen und mit Gott nichts zu tun haben wollen? Lothar? Nein, das sind Gläubige, die das Wort hören wollen. Ja, das sind eigentlich Menschen, die sagen, hey, das klingt interessant. Das erzählt jemand was von Gottes Reich. Und da ist so der harte Boden, die Gottlosen, glaube ich, gar nicht mehr so die richtige Erklärung dafür, oder? Also Jesus ist derjenige, der den guten Samen ausstreut, auch wenn er gerade in einem Boot sitzt. Und das können wir aber auch gerne auf die Nachfolger Jesu übertragen. Auch wir sollen Leute sein, die den Samen ausstreuen in die Herzen. Und da gibt es auch Boden. Ja, was ist denn der Samen jetzt, der ausgestreut wird? Auch eine relativ leicht zu beantwortende Frage, ne? Dietmar. Das Wort. Es ist das Wort, ne? Markus, da ist der Parallelvers zu unserem Kapitel, Markus 4, Vers 14. Da heißt es denn: Und jemand sieht das Wort. Genau.
Der Sämann sät das Wort. Oder? Auch im 1. Petrus 1, Vers 23, da heißt es, als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das ewiglich bleibt. Ja, wunderbar, das ist auch ein sehr schöner, passender Vers, den wollen wir auch gleich noch einmal näher betrachten. Also, das Wort Gottes ist ein Same, der ausgestreut wird, den Jesus hier ausstreut und der auch von seinen Nachfolgern ausgestreut werden wird. Und Matthäus 13, Vers 19, macht auch deutlich, wo dieser Same hinstreut, dass es nicht nur um einen Acker geht, um Landbau. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Ja. Das ist der, bei dem es an dem Weg gestreut war. Genau, mir geht es um den ersten Teil hier. Der ist es, der das Wort Gottes hört. Also es geht um die Hörenden. Ja? Das sind übrigens auch wir, ja? Die wir das Wort Gottes hören. Die wir dieses Gleichnis gerade lesen, sind auch Menschen, die Gott seinen Samen ausstreuen möchte. Wo er die Wahrheit ausstreut. Und gleichzeitig macht Jesus deutlich, auch auf welche Art und Weise sein Reich ausgebreitet wird. Auf welche Art und Weise er diese Welt, in Anführungsstrichelchen, erobern möchte. Nämlich, der Sämann kommt nicht daher wie ein König. Ne? Die Reiche dieser Welt werden wie gegründet oder erweitert. Durch Krieg, durch Eroberungen, durch vielleicht politische Schachzüge. Und letztendlich werden die Reiche gefestigt, indem sie ihre Gesetze erlassen, indem sie diese Gesetze durchsetzen mit Militär, Polizei. So besteht ein Reich. Aber das Reich Gottes ist von anderer Natur. Da wird ein Same ausgestreut ins Herz. Und dieser Same, der wächst. Also, dieser Same muss heranreifen. Das Heranreifen bedarf der Fürsorge, wie andere Gleichnisse zeigen. Ne? Andere Gleichnisse sagen, du musst den Boden bebauen, du musst ihn begießen, du musst das Unkraut jäten und all die anderen Gleichnisse, die Jesus noch erzählt. Das macht deutlich, dass Jesus seine Grundsätze nicht von außen aufoktroyiert, nicht durch Gesetze in dieser Welt durchsetzen möchte, nicht dadurch, dass er Regierungen bewegt, seine Grundsätze auch jetzt wirklich mal denen, die ungläubig sind, aufzuerlegen und sie mehr oder weniger zu erzwingen. Sondern er möchte, dass das Herz bekehrt wird. Und er möchte, dass diese Bekehrung Heiligung bringt. Das sind die Früchte, die daraus entwachsen sollen. Es sollen nicht Moralnormen durch staatliche Gesetze umgesetzt werden, und damit Gottes Reich gesichert werden, ein Friedensreich aufgerichtet werden und alle diejenigen, die nicht diesen Moralnormen entsprechen, eben dahin gebracht zu werden. Und das ist das, was Offenbarung 13 beschreibt. Ein Aufrichten von Moralnormen, von Standards, die es zu halten gilt, die das Reich Gottes in dieser Welt errichten würden. Und wir hatten in den vergangenen Betrachtungen ja gesehen, dass das eigentlich der Ansatz ist, der ökumenischen Bewegung, der Sonntagsallianzen, die auf verschiedenen Ebenen versuchen, die Menschen, die Regierungen dahin zu bewegen, den Sonntag jetzt als heilig und frei festzuschreiben. Darum geht es Jesus gar nicht, Menschen vorzuschreiben, wie sie auf dieser Welt leben sollen, sondern möchte, dass der Samen im Herzen keimt. Dieser Same hat besondere Eigenschaften. Samen sind besonders aufgebaut. Da gibt es, das ist das ganze Samenkorn hier. Ne? Das kann man hier gut sehen. Und dieses Samenkorn hat verschiedene Bestandteile. Da gibt es hier den Mehlkörper,
Ne, wenn wir das zermahlen, da kennen wir das ganze, die ganze Stärke und die Eiweiße, die da drin sind. Und dann gibt es den sogenannten Keim, vielleicht male ich euch den an. Ne? Der Keim. Der, was macht denn den Samen aus? Was musst du eigentlich zu einem Samen noch hinzufügen? Wenn ein Samen in die Erde tut, was muss man dann noch antun? Man muss es gießen. Feuchtigkeit. Feuchtigkeit, aber was macht man mehr? In diesem Samen ist alles drin, was ihn entweder hier, das ist jetzt Weizenkorn, ihn zu einem Getreide heimwachsen lässt, mit anderen Früchten drin. In diesem kleinen Samen, den Apfel, ne, wenn man da diese kleinen Kerne, ist alles drin, was diesen kleinen Samen zu einem großen Baum macht. Alle Informationen drin. Dieser Samen enthält Leben. Du musst nichts außer Feuchtigkeit und die Wärme dazu tun. Du musst einfach nur die äußeren Bedingungen schaffen. Und dieser Same keimt auf. Aufgrund der Kraft, der Energie, des Lebens, das in ihm steckt. Dieser Keimanlage. Diese Keimanlage bildet von sich aus die Wurzeln, das Blattwerk, die Stängel. Und genau das ist es auch mit dem geistlichen Samen. Dieser Same enthält alles, was der Mensch braucht, um in seinem Herzen die Sachen wachsen zu lassen. Es muss nur auf den richtigen Boden fallen, die richtigen Bedingungen müssen da sein. Und dieser Same wird aufwachsen und wird Frucht tragen. Das ist eine Verheißung. Deswegen passt dieser Vers, den Ramona vorgelesen hat, nämlich sehr gut. Denn was ist das Wort? Es ist ein lebendiges Wort. Ein unvergänglicher Same. Und dieses Wort wird ewiges Leben bewirken. Wir wollen das ruhig noch einmal gemeinsam aufschlagen, dass wir das alle vor Augen haben. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 23. Die ihr nun nicht wiedergeboren seid aus verweslichen oder vergänglichen Samen, sondern durch einen unverweslichen Samen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Also dieses Wort Gottes ist lebendig. Es hat Leben in sich. Anders als ein Buch, ein Roman, den ich lese. Auch Jesus deutet das immer wieder an. Wir wollen auch andere Verse dazu aufschlagen. Johannes Kapitel 6, Vers 63. Menschliche Dinge nützen nichts. Aber all das, Geist und Leben, sind in Jesu Worten. Das heißt, die Worte Gottes, sich ernsthaft zu Gemüte zu führen, sie wirklich ins Herz zu pflanzen und daran wirken zu lassen, wird Frucht hervorbringen. Ja? Das wird sein Ziel nicht verfehlen. So auch der, im einen Kapitel zuvor, der Vers 24 im 5. Kapitel. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Also bewusst dieses Wort zu hören, wird Frucht hervorbringen. Diese Kraft steckt im Wort Gottes drin. Und eine Verheißung dazu in Jesaja 55, Vers 10 und 11.
Denn gleich wieder Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kommt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und wachsend, dass sie gibt Samen zu sehen und Brot zu essen. So soll das Wort, so aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir gefällt, und zu ihm gelingen, dazu ich sende. Ja. Jedes Gebot, jede Verheißung, jeder Schuss Gottes, enthält die Kraft und göttliches Leben, die es ermöglichen, das, was dort steht, auch zu schaffen. Das Gebot entweder zu erfüllen oder das Versprechen zu verwirklichen. Das ist das Wort Gottes. Wer im Glauben das Wort annimmt, empfängt direkt das Leben von dem Heil, von seinem Wesen. Ich will aus dem Gleichnis aus der Natur folgenden Sätze lesen. Jeder Samen bringt die entsprechende Frucht. Wenn er unter den richtigen Bedingungen ausgesät wird, entwickelt er in einer entstehenden Pflanze seine Lebenskraft. Wird in die Seele eines Menschen durch den Glauben der unvergängliche Samen des Wortes hineingelegt, wird sein Wesen und sein Leben dem Wesen und Leben Gottes ähnlich werden. Das ist eine Verheißung. Wenn wir uns diesen Samen selber nehmen, ihn aussehen lassen in unser Herz, wird unser Wesen und unser Leben Gottes Leben und Wesen ähnlich werden. Durch die Kraft, durch das Leben, was in diesem Samen steckt. Aber es gibt unterschiedliche Art und Weisen, offensichtlich, diesen Samen zu hören. Dieses Wort aufzunehmen, anzunehmen. Denn Jesus sagt ja, passt auf, wie ihr hört. Ne? Das ist wichtig. Und da gibt es das Erste, das haben wir zwar schon gelesen, aber wir wollen es ruhig noch einmal lesen. Da flog ja das eine, flog wohin, das Erste, in Jesu Gleichnis. Der Sämann nimmt den Samen und streut ihn schön gleichmäßig über das Feld. Und einiges fiel am Wegrand. Und was passierte? Wie zeigt es? Die Vögel pickten sofort weg. Und da war nicht mal ein Keim, nicht mal ein kleinster Spieß von Halm, war der hervorgekommen. Also es blieb völlig, der Weg blieb völlig unbeeindruckt sozusagen. Hat sich gar nichts geändert. Ja? Wir haben es manchmal, wenn hier Ernte ist, Getreideernte, und die Trecker fahren dann hier die Straße lang, ja, dann fällt manchmal vom Getreide einiges runter. Und dann siehst du, wie die schwarzen Schwärme da gleich drumherum sind und alles aufpicken und wegputzen. Die Straße sieht nachher genauso aus wie vorher. Da wächst keine schöne Wiese. Ne? Und so vergleicht Jesus auch diesen Samen, der einem auf den Weg fällt. Wir wollen den nochmal lesen, den Satz. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was da gesät ist in sein Herz. Und das ist der, bei welchem all den Weg gesät ist. Matthäus 13, Vers 19. Ja. Das sind übrigens auch Menschen, die hier zu Jesus gekommen sind, um zuzuhören. Ne? Die ein gewisses Interesse hatten. Denn wer kein Interesse hat, der hört das Wort gar nicht. Ne? Das sind Menschen, die das Wort Gottes schon hören. Aber was ist ihr Problem? Sie hören es, aber sie verstehen es nicht. Sie verstehen es nicht. Ihnen geht irgendwie die Bedeutung verloren. Sie können nicht verstehen, was dies jetzt für Sie bedeutet. Sie sind unaufmerksame Hörer. Sie haben eigentlich keinen geistlichen Sinn für das, was Sie da hören. Was immer Sie veranlasst hat, zu kommen und sich dem Wort hinzusetzen. Was immer vielleicht Ihre Erwartungshaltung war, warum Sie in einer Vortragsreihe besucht haben oder warum Sie sich mit den geistlichen Dingen mal beschäftigt haben. Irgendwie fehlt es, entweder haben Sie unaufmerksam zugehört oder Sie verstehen es nicht und Ihnen geht der Sinn verloren. Was das mit Ihnen zu tun hat. Aber warum ist dieser Herzensboden so hart geworden? Was hat es so festgemacht?
gemacht, dass sie das nicht irgendwie verstehen, warum das für sie wichtig ist. Da möchte ich ein Zitat hier vorlesen. Das Herz, das einen Boden hat, so hart und fest getrampelt wie ein Weg, auf dem ständig Menschen und Tiere entlang gehen, wird zur Durchgangsstraße für den Verkehr dieser Welt mit all ihren Vergnügungen und Sünden. Die Seele ist so in ihrer Zuchtlosigkeit, Selbstzucht und Zügellosigkeit gefangen. Das sind Menschen. Was macht diesen Weg hart und fest? Es sind die Vergnügungen und Sünden dieser Welt. Und da sind Menschen, die sind immer wieder darüber gegangen. Und ihr kennt das wie auf einem Trampelpfad, ne? Da geht man einmal drüber über eine Wiese, scheint nichts zu machen. Ne? Man sieht mal ein paar Fußschritte, wenn er rausguckt nachher, seht ihr so noch, wo ich mit meinem Auto war, ein Stück nach hinten in den Garten gefahren. Dann sieht man noch die beiden Spuren. Bleibt das aber ein paar Tage unberührt, steht das Gras wieder auf und man sieht kein nichts davon. Das erholt sich wieder. Aber wenn ich da jetzt öfter drüber fahre, und nochmal, dann sieht es aus wie unsere Feldwege. Ne? Da sehen, in der Mitte steht noch das Gras und da, wo die Reifen sind, ist alles platt gedrückt. Und der Feldweg geht einigermaßen. Aber die Straße hier draußen, da ist noch mehr drüber gefahren, immer fairer. Und die Fahrzeuge waren noch schwerer. Und so presst sich der Boden immer fester und wird immer härter. Je mehr wir dieses annehmen, diese Vergnügen und Sünden dieser Welt, je öfter die über unseren Herzensboden drüber fahren, desto härter wird er. Desto weniger empfänglich werden wir selbst dann sein, das Wort Gottes zu hören. Und das muss uns zu denken geben. Selbst die denn jetzt gekommen sind, um zu hören, wer weiß, wie oft wir uns die eine oder andere Sünde oder sündhafte Vergnügen leisten können. Wie lange wir damit spielen können, zu sagen, na, heute nicht, aber beim nächsten Mal. Der Herzensboden wird immer härter, immer fester. Soweit sogar, dass Jesus ihn vergleicht mit dem Weg, auf dem der Same, wenn er gehört wird, gar nicht aufspringt. Gar nicht vernommen wird, was das an Bedeutung hat. Sodass das Herz, oder die Seele hier, in Selbstsucht und Zügellosigkeit gefangen ist. Und das sagt auch hier der Hebräer-Vers passend, Hebräer 3, Vers 13. Hebräer Kapitel 3, Vers 13. Ermahnet einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Ja, also so ein hartes Herz ist ein verstocktes Herz, ne? Und dass jedes Mal, wenn es angesprochen wurde, die Sache aufschiebt. Und wodurch ist es verstockt worden? Die Sünde. Durch die Sünde. Die Sünde betrügt das Herz, indem es Versprechungen macht. Und immer wieder wird da drüber gefahren, über die gleiche Stelle, wenn wir uns die Sünde leisten, sie aufschieben. Und das Herz wird härter und härter. Das ist die Warnung, die Jesus auch damit verbindet. Wer Ohren hat, siehe zu, wie er hört. Was wir aus dem Gehörten machen, was wir heute daraus machen, oder wie oft wir das Auto immer noch mal über die Wiese fahren lassen. Meine Wiese, wenn wir da 4-5 Mal drüber fahren, erholt sich wieder. Aber es gibt Zeiten, wo so oft drüber gefahren wird, dass da nichts mehr wachsen wird. Auf dieser Straße da draußen. Und diese Warnung möchte Jesus uns mitteilen, wie wir hören. Deswegen. Und ist ja so, dass der harte Boden so fest ist, dass die geistlichen Fähigkeiten lahmgelegt sind gerade. Dass die Menschen, dass wir das Wort Gottes hören, aber auf einmal nicht mehr verstehen. Es wird uns gar nicht bewusst, dass es uns betrifft. Und dass wir gar nicht vielleicht unsere Notwendigkeit erkennen. Wir mögen vielleicht aus Neugierde kommen und sagen, prima Predigt. Wunderbar. Aber gar nicht sehen, ups, das trifft ja mein Herz. Das ist ja ein Wunderpunkt in meinem Leben. Und wir erkennen nicht unsere gefährliche Lage.
sodass wir die Gnadenbotschaft Christi und seine Liebe eigentlich an uns kalt abprallen lassen. Als ob das uns nichts angeht. Das ist auch manchmal so ein Punkt, wenn wir Predigten hören und sagen, nein, der hat recht. Genau, Bruder, sowieso und sowieso. Mensch, wenn der die Predigt jetzt hören könnte. Ist das nicht oftmals so ein Gedanke, der zum Beispiel kommt, wenn Dinge angesprochen werden? Aber haben wir verstanden, dass es vielleicht uns angeht? Ja, aber wenn es uns nichts angeht, dann ist es wie ein Vogel, der kommt und pickt das Gehörte sofort weg. Und es kann keine Wurzel, auch so, noch so klein, in unser Herz schlagen. Und Satan ist bereit, das zu tun. Denn er fürchtet, sobald jemand aus dem Schlaf erwacht, eine aufrüttelnde Predigt hört, der könnte darauf reagieren. Und er versucht, das Wort Gottes unwirksam zu machen. Er versucht, davon abzulenken. Womit verlenkt er denn ab am besten? Mit Dingen, die uns Spaß machen, ne? Davon lassen wir uns am leichtesten ablenken. Mit dem Vergnügen und Sünden, die er bereithält, die den Herzensboden jedes Mal fester werden lassen. Mit weltlichen Dingen oder Kritik, Zweifeln und Unglauben. Wenn wir uns diesen Vers 19 nochmal vor Augen halten, finde ich das sehr interessant. Schaut mal nochmal auf Matthäus 13. Und vielleicht liest das mal jemand nach einer Schlachterübersetzung. So oft jemand das Wort vom Reich hört und tut, nicht versteht, kommt der Böse und raubt das. Hier reicht schon. Ich habe es dick markiert, was ich meine. Es klingt immer so, naja, wenn der Same ausgestreut wird, dann fällt es auf einen harten Boden, dann ist die Sache erledigt, dann fällt es auf fruchtbaren Boden oder auf wie auch immer. Aber das klingt so wie, na, wenn das mal passiert, dann ist es eine einmalige Sache. Ne? Der Same ist ausgestreut. Ein Glück waren wir ja fruchtbarer Boden. Da ist der Same ja in guten Boden gefallen. Ne? Aber ist das so eine einmalige Angelegenheit? Wenn ich mir das hier anlese, das übersetzt die Elberfelder Übersetzung genauso. So oft jemand das Wort vom Reich hört. Das heißt, ich einmal den Samen gehört, ich habe mich bekehrt und gehe den richtigen Weg, bin schöner, frischer Herzensboden, auf dem alles gut wächst. Sondern jedes Mal, wenn ich Wahrheit höre, jedes Mal, wenn ein neuer Wahrheitspunkt angesprochen wird, ist die Entscheidung wieder neu da. Es wiederholt sich. Immer wieder im Leben. Wir können nicht sagen, einmal guter Herzensboden, ist das immer ein guter Herzensboden. Wie ist denn das mit meiner schönen Wiese? Einmal eine wunderbare blühende Wiese oder der Acker da draußen. Herrlich gepflügt, umgegraben, du säst den Samen rein und es wächst wunderbar. Aber ich komme mit meinem Trecker und fahre immer wieder die gleiche Spur. Das ist ja ehemals wunderbare Boden. Da wächst nichts, das sehen wir auch. Ne, wenn der Trecker nachher kommt, den Samen ausstreut, fällt er wunderbar auf wunderbarem Boden. Selbst da, wo der Trecker fuhr, wächst noch was. Ja, aber dann muss der Trecker nochmal drüber fahren, weil eben gedüngt werden muss oder weil was auch immer. Ja? Und jedes Mal fährt der Trecker drüber. Und irgendwann kommst du am Ende der Ernte und schaust auf das Feld und siehst mächtige Spuren reingefahren. Da wächst gar nichts, wo der Trecker fuhr. Und so ist es mit so einem guten Herzensboden auch. So oft jemand das Wort im Reich hört, so oft ein Wahrheitspunkt angesprochen wird, pflegen wir Sünden, pflegen wir schlechte Gefühle oder Neigungen, die unser Herz dann wieder verhärten? Vielleicht wird eine Wahrheit in unserem Punkt angesprochen, die uns vielleicht nicht so bewusst war und die uns vielleicht auch nicht so beliebt war. Es mahnt uns, unseren Herzensboden immer neu zu überprüfen. Immer neu wieder aufzulockern, nicht hart werden zu lassen. Also wir können nicht auf die anderen blicken und sagen, na kein Wunder, die nehmen sich an, die sind so eine harte Straße da draußen. Aus so einem wunderbaren Ackerboden kann auch wieder ein harter Weg werden. Also jedes Mal, wenn wir mit Wahrheiten konfrontiert werden, wir müssen diesen Acker urbar halten, urbar machen und jedes Mal neu. Durch die Gnade Gottes machen lassen.
Ja, denn das Herz, ich habe es mal ein bisschen anders formuliert, das Herz wird hart und festgetrappelt durch den Verkehr dieser Welt mit all ihren Vergnügungen und Sünden. Und das kann auch der wunderbare, schöne Herzensboden kann auch wieder festgetrampelt werden, wenn er sich diesen Dingen zuwendet. Oder manchmal ist es ja auch so, es fällt im fruchtbaren Boden und da sind andere Dinge, wo das Herz fest ist. Und wenn wir da nicht den Boden auch aufbrechen, sondern immer wieder da drüber laufen, wird das Herz auch fest und hart. Auf einer Seite war es weich, auf der anderen Seite wird es doch hart und verliert letztendlich. Und die Vögel kommen und picken alles wieder weg. Die Gefahr müssen, das ist das, finde ich, was auch das Gleichnis tiefer macht, als nur einfach gucken, der ist das und ich bin ein Glück, der fruchtbare Boden. Aber es fällt ja nicht nur auf harten Boden, wo gar nichts passiert. Es fällt ja auch auf steiniges, auf felsigen Boden. Nun, das sind keine Betonplatten, von denen es hier spricht. Das ist kein harter, riesengroßer Felsen, wo der Same reingestolpert wird, das ist das Steinige. Da ist am Rand des Ackers, ne? Wenn er pflügt und die ganze Steine zur Seite ist, da sind viele Steine. Da ist aber auch Sand. Und das Steinige, was war das? Fand schnell Wurzeln, ne? Im Steinigen, zwischen den ganzen Steinen. Da ist der Boden meistens auch noch locker. Aber da kannst du schnell Wurzeln reinschlagen. Und es wächst gut schnell auf. Und dann kommt was? Sonne. Ist Sonne was Schlechtes? Nein. Die Sonne ist eigentlich sogar was Gutes, ne? Das Gras braucht die Sonne. Aber in dem Fall ist die Sonne da, aber weil es nur so einen oberflächlichen Sattboden hat, findet es keinen Halt, keinen Saft, kann nichts mehr nachziehen. Es reicht gerade so für das Anfangsaufkeimen. Und die Sonne verdirbt es. Und da heißt es hier, in diesen Versen, das ist Vers 13 in Jesu Erklärung zu diesem Gleichnis, verliest das mal, Vers 20 und 21. Das aber auf das Steinige gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört und es alsbald aufnimmt mit Freuden. Aber er hat nicht Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn sich Trübsal und Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so ärgert er sich alsbald. Also, jemand nimmt das Wort Gottes gerne auf, aber seine Wurzeln greifen nicht tief. Und sobald Schwierigkeiten kommen, Trübsale, Verfolgung, ja, so nimmt man Ärger, stößt man sich daran. Das liegt aber auch nicht daran, dass sie es so schnell angenommen haben. Ja, dass es so oberflächlich war. Es gibt viele Beispiele in der Schrift, auch die das Wort Gottes gleich und sofort angenommen haben und eine tiefe Erfahrung mit Gott gemacht haben. Oder dass sie sich so freuen darüber, begeistert sind. Das ist es nicht. Ich denke an Matthäus zum Beispiel. Ne? Jesus kommt ans Zoller und sagt, Matthäus, folge mir nach. Was macht er? Steht auf und geht mit. Würde man denken, hey, hast du doch mal darüber nachgedacht, Matthäus? Dann hat er schon, bestimmt, vorher. Aber es war für ihn ein Anlass, sofort zu reagieren. Das ist nicht das Problem. Aber was machte Matthäus wirklich? Er stand auf und ging mit Jesus mit. Und was war mit seinem Zollhäuschen? Jesus hinter sich. Wie war es mit den anderen Jüngern? Wo Jesus ging, kommt und folgt mir nach. Jakobus und die Söhne des Zebedeus, Petrus und Johannes, was haben die gemacht? Haben die lange gewartet? Nee, die sind mitgekommen. Haben schnell reagiert. Aber sie haben sich eben ganz auf Jesus eingelassen. Und unser Problem ist manchmal, wir sagen, oh ja, das ist gut. Erlöser wollen wir. Oder die Prophetie. Nein, das fasziniert. Das bewegt uns Menschen zu sagen, ja, das stimmt, das ist richtig. Oh ja, das finde ich gut. Oder Gesundheitsthemen faszinieren. Ey, der hat recht. Wenn ich so lebe, werde ich alt. Ja, das mache ich. Die haben recht. Aber ich nehme einen
vernunftsmäßigen Aspekt der Wahrheit an. Ich finde diese gut, aber mein Herz ist immer noch in der Welt. Ich lasse gar nicht mein Zornhäuschen zurück, sondern ich versuche, möchte gerne beides haben. Oh ja, die Prophetie, das ist spannend. Dem möchte ich nachfolgen. Und die Gesundheit, die möchte ich auch haben. Aber so das Zornhäuschen, das möchte ich doch festhalten. Das sind diese Dinge, die aber auch das Herz wieder fest und hart machen. Ne? Die Sünden, die ich behalte. Und so flammt da was auf, eine Begeisterung, eine Freude über richtige Dinge. Aber wenn dann die Sonne kommt, dann reicht das nicht. Weil das Herz nicht übergeben ist. Weil dann ist auf einmal Pflicht, dieser Grundsatz, den ich dir angenommen habe, so wichtig denn doch nicht. Oder die Prophetie so spannend denn doch nicht, um vielleicht dafür Rückschläge zu ertragen. Schwester Weiz schreibt dazu, viele Menschen haben zwar ein religiöses Bekenntnis, aber ihr Herz ist ein steiniger Boden. Wie unter einer dünnen Erdschicht der Felsen verborgen ist, so befindet sich unter den guten Absichten ein selbstsüchtiges, unbekehrtes Herz. Da sind gute Absichten. Ich lebe jetzt gesund, ich lebe gar vegan. Auch ich finde die Prophetie spannend. Oder was auch immer. Aber letztendlich ist dort ein unbekehrtes und selbstsüchtiges Herz. Die Selbstliebe wird nicht unterdrückt und die Abscheulichkeit der Sünde nicht gesehen. Das Herz demütigt sich nicht im Bewusstsein seiner Schuld. Dieser Menschentyp ist leicht zu überzeugen. Ja? Wir kriegen Leute leicht dazu, zu sagen, die Gesundheitsbotschaft vollkommen richtig. Toll. Na, das wird dann ja schon die ungläubigen Wissenschaftler vom Dach. Ja? Und Leute, die gar nichts mit Christus zu tun haben, sind die Vorreiter in veganer Ernährung. Ich kann die Prophetie annehmen, wunderbar. Und begeistert sein, wie das alles zusammenhängt. Aber wenn es mich dazu führt, mein Herz zu bekehren, die Abscheulichkeit meiner Sünden zu erkennen, dann flammt eine Begeisterung auf, die bei den nächsten Schwierigkeiten schnell wieder weg ist. Es hat den Anschein, als seien sie strahlende und bekehrte Menschen, aber ihre Religiosität ist nicht echt. Wir unterstellen uns nicht wirklich ganz der Herrschaft Gottes. Wir unterwerfen uns nicht seiner Herrschaft und stellen nicht uns mit allen unseren Lebensgewohnheiten drum ein, sondern halten das eine oder andere zurück. Die Wurzeln einer Pflanze, sie führt sie fort, dringen tief ins Erdreich ein und ernähren sich im Verborgenen. So muss auch es bei einem Christen sein. Die unsichtbare Verbindung des Herzens mit Jesus durch den Glauben nährt das geistliche Leben. Es ist nicht die Gesundheitsbotschaft. Es ist nicht die Prophetie in ihrem Punkt. Sondern es ist das, was uns dann bringt, eine Verbindung zu Christus aufrechtzuerhalten. Wir müssen über diese Dinge hinaus kommen und selbst den Samen aufnehmen und lesen, nicht nur fasziniert sein davon. Aber Menschen mit einem steinigen Herzensboden verlassen sich auf sich selbst, anstatt auf Christus. Dem nachzufolgen, ja, das mache ich. Sie vertrauen auf ihre guten Werke, auf die Änderung des Lebensstils, ne? Veganer Lebensstil, auf jetzt zu Bibelprophetien gehen oder zum Gottesdienst gehen, stützen sich auf ihre eigene Gerechtigkeit und nicht auf den Herrn und auf die Macht seiner Stärke. Ein solcher hat nicht Wurzeln, denn ihm fehlt die Verbindung zu Christus. Also ich kann neue Normen annehmen, kann gute Grundsätze gut finden und dem nachlaufen, aber es muss wirklich zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus kommen. Ja, die heiße Sommersonne, die sonst ja so ein Heim stärkt und kräftig, ne? Wenn
Und das hatten wir in den letzten Jahren, wo es so dauernd geregnet hat. Das ist da mit dem Kreide geworden, ist auch nicht gut gediehen. Ne? Wenn die Sonne ist, wunderbar, da gedeiht es, da springt es, sprießt es schön auf. Aber wenn es keine Wurzeln hat, dann ist der gleiche Einfluss, der den keimenden Samen die Kraft und die Stärke gibt und voranbringt, dazu angedacht, ihn kaputt zu machen. Ja, nicht dazu gedacht, aber dazu geneigt, ihn zu zerstören. Sind es die Einflüsse, die Gott gebrauchen möchte, um unseren Glauben stark zu machen, um unseren Charakter zu schulen? Was ist das? Haben wir heute Morgen eine Lektion gehabt. Ne? Das Feuer der Prüfung. Die Versuchungen, die Anfechtungen, die dafür sorgen, dass mein Charakter stärker wird, dass ich meine Sünden erkenne, sie ablege und vorankomme, das lässt den Christen wachsen. Bei anderen Menschen bringt es aber zu Fall. So ist es mit den Menschen, die keine Wurzeln haben. Es gibt ja unterschiedliche Gründe. Ne? Diese Pflanze, die kann tief wachsen, bis runter zur Quelle, bis zu Jesus. Und da muss es durchdringen. Es muss durch diesen Boden durch. Und wenn es solche festen Wurzeln hat, dann kann es wachsen. Wenn es die Verbindung mit Christus anfängt, aufzunehmen, da die Kraft herzuziehen und nicht aus dem Vegetarismus lebt oder aus Bibelprophetie lebt. Das ist wichtig. Das brauchen wir unbedingt. Ohne diese finden wir vielleicht auch gar nicht zu Christus. Ne? Aber da kann helle Begeisterung nicht ausreichen. Aber viele Menschen wenden sich zum Beispiel auch dem Evangelium zu, um damit ihrer Not zu entkommen. Da gibt es verschiedene Nöte und Ängste, die wir haben. Lebenssituationen, die uns verzweifeln lassen und dann doch zu Christus treiben. Aber anstatt zur Erlösung von ihren Sünden zu gehen, wollen sie nur ihren Not entkommen. Sie freuen sich eine Weile, weil sie glauben, dass sie durch die Religion von all ihren Schwierigkeiten und Bedrängnissen frei werden. Und solange es im Leben glatt geht, sind sie gute Christen. Aber sie versagen im Kreuzfeuer der Versuchung. Sie können keine Zurücksetzung um Christi willen ertragen. Viele Menschen sind einsam und deswegen kommen sie gerne zur Teestunde, zum Gottesdienst, oder zum Gesundheitskurs oder zum Offenbarungsseminar. Weil es einfach nett ist. Und es ist einer Not abgeholfen. Oder was auch immer ihre Notlage sein mag, die sie dazu treibt, gesundheitliche Schwierigkeiten, die sie erkannt haben. Und da waren Gesundheitsfolger, oh ja, das ist richtig. Und sie führen die Verbesserung. Und wenn das aber bleibt, was sie anfeuert und motiviert, dann sind sie solch eine Pflanze, wo schnell Begeisterung aufspringt. Aber wenn es dann darauf ankommt, vielleicht auf Dinge zu verzichten, die doch lieb geworden sind. Wenn es über die Gesundheit hinausgeht, vielleicht andere Dinge im Leben aufzugeben, Sünden, die mein Herz ins Boden machen werden lassen, dann wird es schwieriger. Oder Anfechtung, Verfolgung, Versuchung. Dann reicht es nicht mehr. Oder wie Schwester Weid sagt auf der Seite 25, wenn das Wort Gottes einer ihrer gehegten Sünden offenbart oder ihnen Verzicht oder Opfer abverlangt, fühlen sie sich angegriffen. Für eine konsequente Veränderung ihres Lebens ist ihnen der Aufwand zu groß. Nur man kann ja Nutzen und Aufwand miteinander abwägen. Oh ja, vegan leben, prima, das ist gut, das macht mich kräftig stark. Manchen fällt es vielleicht gar nicht schwer, Fleisch aufzugeben oder Ernährungsumfang zu ändern. Aber das Fernsehen aufgeben? Oder diese oder jede Vergnügung aufgeben? Hey, immer so weit wollen wir nur nicht gehen. Ich wollte gesund werden. Dann ist der Aufwand zu groß. Sie sehen nur die zeitliche Unbequemlichkeit und vergessen darüber die ewigen Wirklichkeiten. Was eigentlich der Same bewirken möchte, denn was wollte der? Wollte der Same des Wortes Gottes, die gute Nachricht, uns nur gesund machen, uns nur faszinieren und in Kenntnis setzen über die Entwicklung dieser Zeitgeschichte? Nein, die Frucht des Samens war, Menschen zur Treue Gottes zurückzuführen. Und dann geht es uns wie den Jüngern hier in Johannes Kapitel 6, Vers 60.
Da waren begeisterte Nachfolger Jesu. Die sind ihm nachgefolgt. Die haben Missionsarbeit mit ihm gemacht. Die hat er ausgesandt, sogar Menschen gesund zu machen, Kranke zu heilen. Von den 70. Ne? Und dann erzählt ihnen Jesus, wie sein Reich aussieht. Und führt den Vergleich an, ihr müsst das Fleisch des Menschensohnes essen und sein Blut trinken. Und wie war Ihre Reaktion darauf? Vers 60? Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Ja. Und dann gehen viele nicht mehr mit ihm. Vers 66 denn? Von dem an gingen seiner Jünger viele hinter sich und wandelten hinfort nicht mehr mit ihm. Ja. Das waren welche? Solche Nachfolger Jesu, die mit ihm gewandelt waren. Die hat er sogar zur Missionsarbeit ausgesandt. Und sie haben Erfolge gehabt, sie haben Kranke geheilt. Und vom Evangelium erzählt. Und was waren sie? Letztendlich bloß Samen, die in ihren Herzen ist der Samen bloß auf Steiniges gefallen. Schnell aufgesprungen. Und aufgesprossen. Sogar ein paar Früchte getragen. Ne? Und dann wurde ein Punkt in ihrem Leben angesprochen, so weit wollten sie denn doch nicht gehen. Eine gehegte Sünde. Und die Rede war zu hart. Das, was ihnen ihren Glauben noch stärken sollte, führte dazu, ihren Glauben zu ersticken. Aber bei den 12 Jüngern, als Jesus dann sagt, wollt ihr jetzt auch gehen? Da war Petrus Antwort, nein Herr, wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte des Lebens. In ihnen, auch wenn sie es nicht 100% verstanden, war es doch eine Stärkung für ihren Glauben. Ja, es sind nicht nur die Verfolgung oder Schwierigkeiten, die solch eine Pflanze wieder zum Ersticken bringt, sondern es ist auch die Ermahnung des Wortes Gottes. Das Sonnenlicht, ne? Die Erkenntnis, die zunimmt, die uns dann zurückschrecken lässt. Es besteht schon ein Unterschied darin, ob man die Kraft des Heiligen Geistes allgemein anerkennt oder ob man sein zurechtweisendes Wirkung, das zur Buße führt, auch als solches annimmt. Viele empfinden ihre gewisse Entfremdung von Gott. Ja, sie erkennen auch ihre Bindung an die Sünde und an das Ich. Und sie unternehmen Bemühungen, um etwas zu verändern. Aber sie kreuzigen dieses Ich nicht. Das kann uns daraus sein. Wir erkennen, wo wir Fehler haben. Wir erkennen, wir sind von Gott entfremdet. Und wir erkennen unsere Sünden an und sehen, wie Paulus sagen muss, was gut ist, das tue ich nicht. Und was böse ist, das tue ich. Doch. Auch wenn ich es gar nicht so möchte. Aber sie sind nicht bereit, das Ich zu kreuzigen. Sie übergeben sich nicht voll und ganz in die Hände Jesu. Und bitten nicht um die göttliche Kraft, seinen Willen zu tun. Sie wollen sich nicht umformen lassen zum Ebenbild Gottes. Sie nehmen zwar im Allgemeinen ihre Unvollkommenheit zur Kenntnis, aber sie sind nicht bereit, gewisse Sünden abzulegen. Das sind bestimmte Dinge, die vielleicht wir nach Jahren der Gemeindezugehörigkeit erkennen. Aber, und wenn das dann Jesus das zur Sprache bringt, das ist jetzt aber hart. Das ist irgendwie. Und mit jeder verkehrten Tat gewinnt das alte, selbstsüchtige Wesen wieder an Boden. Ja, bloße Theorien oder Lippenbekenntnisse werden keine Seele retten. Ein verstandenes Offenbarungsseminar oder ein begeistertes Gesundheitsseminar wird keine Seele retten. Selbst dem zuzustimmen und da mitzumachen und das anzunehmen. Wir gehören nicht zu Jesus, es sei denn, wir übergeben uns ihm ganz. Jede Halbherzigkeit im christlichen Leben macht Menschen willensschwach und wankelmütig. Und das gilt die an, die meinen, wie wir, bei uns ist die Saat auf fruchtbaren Boden gefallen.
Halbherzigkeit. Beide Seiten hin. Das Bemühen, sowohl dem Ich als auch Christus zu dienen, lässt einen steinigen Herzensboden entstehen. Also da nicht loslassen zu wollen, das lässt den Boden steinig werden. Und irgendwann kommt der Punkt, wo es sich entscheidet. Und ein solcher Hörer des Wortes kann nicht bestehen, wenn er auf die Probe umgestellt wird, auf die Probe gestellt wird. Also nicht die Annahme guter Gewohnheiten macht uns zu Christen, guter Grundsätze. Und dann ist das Aufgehen in Christus und bereit sein, uns ihm ganz hinzugeben. Dies auf beiden Seiten hinten ist etwas, was unseren Herzensboden steinig werden lässt. Und wenn wir erkennen, da ist ein Punkt, da möchte ich nicht loslassen, macht uns das behändige, ständige Drüberfahren über diese Sünde. Je öfter wir diese wiederholen, desto härter wird der Boden. Und vielleicht wird eines Tages aus solch einem steinigen Boden ein fester Weg, wo der Same denn noch immer wieder fällt, denn der wird ja immer wieder gestreut, so oft ihr es hört, vielleicht keinen Zugang mehr findet. Es ist gefährlich, solch einen steinigen Herzensboden zu pflegen, zu behalten. Ja, wir brauchen eine auf Erfahrung gegründete Gotteskenntnis. Nicht nur dem Gutdünken nachfolgen, nicht nur unseren Gefühlen nachfolgen, wenn wir das eine oder andere gut finden, sondern wir müssen vom Heiligen Geist tiefe Überzeugung in unserem Herzen wirken lassen. Das müssen wir erbitten. So ein Boden, das lernen andere Gleichnisse, muss bearbeitet, gepflegt, fruchtbar gemacht und urbar erhalten werden. Wenn wir das nicht tun, wird aus dem wunderbaren Feld, was sogar schon Früchte hervorgebracht hat, ein steiniger Ort oder ein festgefahrener Weg. Wir brauchen einen Erlöser, der uns die Kraft gibt, unsere Sünden zu überwinden. Eine persönliche Beziehung zu Jesus. Unsere Wurzeln müssen nicht wie diese Wurzel flach und oberflächlich bleiben, sondern tief ins Erdreich wachsen. An Jesus rankommen. Wir brauchen die Gemeinschaft mit Jesus. Und er erwartet eine ganze Hingabe. Er fordert das ganze Herz, den ganzen Verstand, die ganze Gefühlswelt, die Seele. Wir dürfen uns nicht der Selbstsucht hingeben. Denn wer sich selbst liebt, wer eine Sünde hegt, kein Christ. Klingt fies, ne? Klingt doch überzogen, oder? Aber wenn wir den Boden immer wieder festtreten, wird die Saat aussterben und die Vögel es wegpicken. Die Liebe muss die Motivation zu allem Tun sein. Sie ist das grundlegende Prinzip der Herrschaft Gottes im Himmel und auf Erden. Und sie muss das Grundprinzip des Lebens und Wesens eines Christen sein. Nur durch sie wird er gefestigt und im Glauben leiden. Allein dadurch ist es ihm möglich, in Versuchung und Bedrängnis zu bestehen. Und möge Gott geben, dass wir so unseren Herzensboden bearbeiten. Ja. Dass wir uns gewarnt werden lassen von Jesus. Hört genau hin. Achtet darauf, wie er hinhört. Was er aus dem Gehörten macht. Wie wir uns Jesus hingeben, wo wir noch Dinge ihm vorenthalten, die unser Herz zu einem steinigen Boden machen, wo wir Dinge in unserem Leben immer wieder tolerieren, die unseren Herzensboden festfahren und zu einem steinigen, einem harten Weg machen, wo die Vögel sind und wo Satan kommt und all das, was mal an guten Dingen darauf gestreut war, wieder wegkriegt. Möge Gott geben, dass wir Jesu Ruf hören. Er hört, der achtet darauf, wie er hört. Amen.